Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Portia. Wir setzen uns erstmal diese Mine hier zurück und dann gehen wir da mal rein. Vor allem die Löwenskulptur und die Katzenstatue scheinen, also diese Glückskatzenstatue scheinen recht interessant für uns zu sein. Also, let's go! Sommerpuppe. Ich nehme die trotzdem mal mit. Einfach weil ich mir nicht sicher bin, dass ich alle Puppen habe. Also da bin ich mir wirklich komplett unsicher. Winterpuppe. Ich glaube, zur Winterpuppe haben wir ziemlich sicher, aber ich nehme es einfach mit. Einfach mal die ganze Mine ausleeren. Verbesserte Motor. Wie gesagt, Spielzeugboot, Kiste mit alten Teilen. Billiges Spielzeugboot. Nee, das ist nichts. Segelschiffmodell, das von uns. Einmal Stahlkabel und dann noch ein Segelschiffmodell. KI-Modell und Glückskatze. Das hört sich doch noch ein Plan an, da hinzugehen. Vor allem, ich bin mir nicht mal sicher, dass wir die Glückskatze und den Lügen überhaupt schon im Museum haben. Weil ich mache immer als erstes Museum und dann kommt es erst in meinen Garten. Kommt erst immer die Sammlung in meinen Garten, wo es eigentlich mehr Punkte drauf gibt. Nee, Kiste mit Teilen, Fassel, Motor, Grundchip. Fischerboot, okay, das haben wir. Glückskatze und Frühlingspuppe. Auf geht's. Ganz viel Aluminiumerz, dass wir wieder alles schön einkochen können. So. Dann Sommerpuppe Teil 2. Das glaube ich, das ist ja, was wir schon vorhin hatten. Löwenskulptur, das ist sehr interessant. Magnesium. So. Raketenmodell, KI-Modell. So, Ventilatormodell. Ich glaube, das haben wir schon. Gehen wir einfach mal runter. Haben wir Zeit. Nichts anderes zu tun. Ja, doch die auf ein Date einladen und hoffen, dass das mal nicht absagt oder so. Flugzeugmodell und Glückskatze. Nehmen wir doch alles mit. Wir müssen eigentlich nur vor 21 Uhr wieder zu Hause sein, weil dann warten wir einfach in seiner Wohnung auf ihn. Der pennt ja nicht in der Kirche, sondern auch in diesen glücklichen Apartments da. So. KI-Modell. Raketenmodell. Fisch-U-Boot, nein. Verdichtete Energie. Oh, da kommen wir einfach so hin. Nehmen wir das doch gerade mit. Verbesserte Motor, Fisch-U-Boot. Verbesserte Motor. Da hinten? Nee. So, eine Kiste mit Teilen. Dann halt so. Und wenn die Energie weg ist, gehen wir eh raus.
So, Raketenmodell. Ja, da gehen wir hin. Ich hätte das Teil aber gerne noch. So. Das haben wir und dann machen wir das auch noch weg. Okay. Raus geht's und ab in die Stadt. Um die zu finden. Kann eh noch locker eine Stunde haben. Es wird echt sportlich, glaube ich. Ich bin jetzt dann echt gespannt auf den Kampfkunstwettbewerb, wenn der ist. Ob wir da alle packen, aber normalerweise schon. Eigentlich sollte ich da keine Zweifel haben. Kann ich leider nicht mitnehmen. Ja, schön, dass die mitten im Sommer heizen da vorne scheinbar. Aber ist das Martha oder so? Ja, nee, hat aufgehört zu dampfen. Wäre auch schön einfach, wenn wir jetzt einfach heizen würde. So Sommer irgendwie 30 Grad. Boah, wir brauchen erstmal eine Heizung. Wo ist es denn? Okay, Chincha ist unterwegs. Interessant. Adelie kommt da gerade runter. Ich glaube, wir laufen ihm entgegen. Ist immer schneller. Der Einzige, der uns in diesem Dorf nicht mag. Der Einzige. Alle anderen sind da schon mega happy mit uns und er so, nee. Vergiss es. So, wir spielen meine Werkstatt. Morgen früh ist ja keine Kirche. Nee. Der macht was. Glitzer. Sind das Glühwürmchen? Okay, das sieht cool aus. Es gibt so ein Event mit Emily und Glühwürmchen, aber ich weiß nicht, wie man das auslöst. Es geht auch nur an einem bestimmten Tag und an einem bestimmten. Oh Gott, du hast riesige Dinge geerntet, oder? Ich sehe es gerade. Relikte. Auf jeden Fall viel Neues. So. Das da machen wir mal. Da bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass das nirgendwo steht. Schauen wir trotzdem mal nach da oben zu Emily, ob es da vielleicht trotzdem ein Event gibt, weil das ist komisch, dass es da gerade so glitzert. Also es kann auch an einem anderen Tag ausgelöst werden, aber ich will nicht ausschließen, dass es einfach heute ist. Ich glaube, es war der 6. Nee. Ja gut, dann kümmere ich mich jetzt mal um die Maschinen. Start schon mal eine neue Party. Am besten machen wir das, glaube ich, sogar mit meinem Geburtstag. Weiß nicht, ob es ein bisschen mehr Freundschaft gibt. Bereite eine Party vor. Ja. Achso, Carrie hat auch Geburtstag. Kann auch den 6. machen. Ich glaube, mein Geburtstag ist besser. Ja. Das läuft. Das da geht nicht mehr. Ja, wir haben nicht genügend Glas. Wohnstallbahn. 50 Stück. Da wollten wir weiter Holz machen. Oh, das sind wir jetzt unter 1000. Und da machen wir Faserstoff jetzt gerade. So. Okay, ich glaube, Ack ist hier auch sehr zufrieden mit dem Anpflanzen, wenn ich mir das so anschaue.
Der kitzelt immer noch dann. Räumen wir mal auf. Ich hab nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal schlafen. Und morgen schauen wir dann mal, was uns so erwartet. Schlafen gehen. Ja, schon wieder was miauen. Okay, ich habe nichts für dich, Pinky. Ich muss noch angeln gehen. So, du kannst noch rumhaben von mir. Oh, ich habe einfach so viele Daten, das und ich muss ja nicht alle beschäftigen. Jetzt ist wieder der andere mit spazieren gehen. Gerade nicht, gerade ist sehr unpassend. So. Der will ja spazieren gehen, oder? Der will nichts anderes. Fotoshooting, ja, das ist dasselbe schon. Arg. Hey! Ich habe hier für dich einen wunderschönen Motor. Gefällt mir, du bist sehr nett. So, was haben wir hier von der Ziviltruppe? Schon mal 200 Vorschuss und 2 Milch. Sehr wichtig. 2 müssen tatsächlich eigentlich voll gut. So, ist aufgeräumt. Dann gehen wir mal hinter, ob unser Segelschiff, Modellschiff fertig ist. Dann schauen wir mal. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon, aber wahrscheinlich nicht im Garten. So. Okay, da ist so groß, das haben wir das sicher noch nicht im Garten. Dann kommt das mal hier. Karen läuft, glaube ich, gerade her. Petra ist, glaube ich, die andere. Okay, 37 plus. Nehme ich. Okay, wir müssen nach oben. Muss uns beeilen. Petra ist die nächste, genau. Okay, Energielampe. Schaut euch gerne meinen Garten an. Das kann man sich jederzeit anschauen, kann man sich auch öfter anschauen, wenn euch langweilig ist. Schaut einfach so oft, wie ihr wollt, in meinen Garten. Wir kriegen jetzt nochmal 10 schöne Museum. Ja, passt. Okay, von Lee wäre natürlich sinnvoll. Ein Weidenkorb. Oder zur Ledergürtel. Ja gut, dann kriegt der Lisa einen Weidenkorb, weil dann ist die auch voll. Dann hat er noch ein schönes Date mit uns. Der kriegt dann richtig Punkte. Gut, und dann müssen wir halt Einladung verteilen. Das ist eigentlich auch kein Problem. Der kriegt nämlich einfach jeder eine Einladung, der gerade über den Weg läuft und der halt nicht Gast oder sonst was. Remington bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, Remington war recht weit vorne. Nee, war er nicht. Doch, der ist schon mein bester Freund. Okay. Gibt so 6 Leute, die man nicht treffen sollte, der Rest geht. So, Presley kriegt eine Einladung. So, du kennst den Mason also. Das war eine Einladung, Presley, weil du mit nichts zufrieden bist. Okay, dann kriegst du noch eine schöne Einladung. Dann muss ich mal kurz schauen, ob heute irgendjemand Geburtstag hat. Morgen hat Kelly steht da schon, ich bin nur kurz in beiden Kopf. So, einmal Weidenkorb. Ich habe gar nicht so viel Qualitätslieder. Portions never turn anyone. Ja, Mason. Toller Mann. Okay, der ist schon mal hochgestiegen und dann kann man nicht spielen gehen. Tafelrunde macht er jetzt in der Stimme auf. So. Verteil so lange Geschenke, also Einladung zu meiner Party. Chango. That Mason fellow carries with him an air of. Hello. Hallo. Rezepte. Kartoffelfrucht. Und du pumpst auch alles irgendwie in deine Spaghetti-Soße damit rein. Weißt du was? Komm auch zu meiner Party. Dann kriegt Alice noch eine Einladung. 5 Leute haben wir noch. Busse kriegt eine. Hi. Es ist eigentlich egal, wie man einladet, weil wenn die einmal ins Museum gehen, sind die ja eh sofort auf so ein hohen Level. Mars braucht, glaube ich, keine, aber Paul, die kann eine haben.
der Mason. Aber jetzt kriegt der Orks noch eine, weil der ist ein bisschen schwierig. Zwei dann noch. Martha, die Carol war jetzt gerade im ersten Museum. Ich versuche das immer so ein bisschen auszugleichen, wenn die im Museum waren. Remington hat schon eines. Hi! Hallöchen, du kriegst natürlich auch eine Einladung zu meiner Party. So, jetzt können wir. Jetzt machen wir das erste Mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht beim My Time at Portia. Bis dahin, bye!